Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ich schon beim Treppe hinuntergehen Aufsehen errege, überrascht mich bei einem Punkt dieser eigentlich Sachlichkeit ein bisschen. Zunächst werden Sie, wenn Sie die Aktivitäten dieses Bundeslandes anschauen, Herr Ritter guckt sogar woanders hin, überhaupt nicht interessiert am Punkt, ist Ihr eigener, Herr Ritter, ist Ihr eigener. Ich danke Ihnen für die Rückenstärkung. Ja, heute ist Mimimi. Meine Damen und Herren, zurück zum eigentlichen Sachthema. Wir haben an dieser Stelle in der Verkehrsministerkonferenz, Sie haben es angesprochen, auch im Bundesrat, die entsprechenden Bemühungen gerne unterstützt, weil wir in der Tat sehen, dass die Unfälle zum Teil schwerwiegend sind, weil wir sehen, dass mit elektronischen Abbiegeassistenzsystemen Unfälle vermieden werden können, und zwar immer dann, wenn ich in die Rechtsabbiegeeinheit gehe. Und wer mal mit LKW-Spediteuren den Versuch unternommen hat, eine Schulklasse im toten Winkel eines stehenden LKWs zu verstecken, wird er ziemlich überrascht sein, wenn er oben sitzt, wie gut das gelingt, wie erschreckend gut das gelingt. Und umgekehrt, wie wenig wir im Übrigen alle selber, auch Erwachsene, so ein Gefühl dafür haben, welchen Teil ein LKW, egal ob nur mit Hänger oder mit Sattelauflieger, tatsächlich nicht sehen kann, obgleich sie bis zu 7 Spiegelsysteme haben, die relativ gut dazu dienen, aber sie kriegen es nicht komplett ausgeleuchtet. Das vorweg. Wir sind in der Sache einig, dass wir in künftige Neuanschaffungen hinein gerne eine Rechtsverpflichtung hätten. Wir haben in Deutschland allerdings eine relativ internationale Fahrerstruktur bei den Speditionen, die wir befördern, sodass wir tatsächlich eine europäische Lösung brauchen. Ansonsten werden Sie nur sehr begrenzt mit den deutschen Speditionen die Lösung umsetzen können. Wenn Sie auf die Fahrzeuganbieter schauen, die Ihnen heute solche LKW schon anbieten, glaube ich, dass man Acht geben muss, dass man am Ende nicht einem einzigen Fahrzeuganbieter sagt, du bist der Einzige, der uns noch liefern kann. Zumal der nicht bei allen Fahrzeugtypen, die wir einsetzen, das liefert, was die Kolleginnen und Kollegen jeweils für die zutreffende Qualität und Nutzungsmöglichkeit halten. Es ist momentan nur ein Fahrzeughersteller, der Ihnen serienmäßig solche Fahrzeuge anbietet. Ich glaube umgekehrt, und insoweit würde ich Ihrem Argument ja beitreten, wenn es einen größeren Nachfragemarkt gibt, ist der Druck auf andere Fahrzeughersteller relativ schnell so groß, dass diese Serienmäßigkeit eintritt und über einen Skaleneffekt sich auch Preise erreichen werden, die gut verkraftbar sind, nach meiner Überzeugung, für öffentliche Haushalte, auch für private Speditionen im Übrigen. Jetzt sind Sie aber ja einen Schritt weiter. Sie sagen, lasst uns alle alten Systeme nachrüsten. Ich habe das als Prüfauftrag verstanden, würde gerne mal folgende Hinweise zumindest an die Hand geben. Erstens, echte Standardpakete für Nachrüstung kriegen Sie momentan nicht so leicht, dass Sie sagen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Marke nenne, aber dass Sie zu großen Händlern gehen, bei denen Sie Kraftfahrzeugersatzteile erwerben können und sagen, ich gehe ins Regal und suche zwischen 7 angebotenen Produkten was aus, nehme das Standardmodell raus und lasse es installieren, sondern es sind noch sehr spezielle Anschaffungen, die Sie anschaffen müssen. Sie gingen vom Preisvolumina aus. Die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus sagen, irgendwo zwischen 1.500 und 3.000 Euro gäbe es solche Nachrüstkits, und zwar solche, die nicht nur einen toten Winkel ein Stück weit digital ausleuchten, sondern die dann zusätzlich über entsprechende Kopplungen im Fahrzeug auch tatsächlich eine Notbremsung herbeiführen, wenn der Fahrer erkennbar nicht reagiert. Sie sind dann aber auch nicht in allen Fahrzeuggenerationen, auch das gehört zur Ehrlichkeit und Vollständigkeit halber dazu. Es gibt, wie gesagt, internationales Fahrerfeld in Deutschland, weil wir einfach ein Transitland, ein Export- und Importnation sind. Wir haben eine Vielzahl von Fahrzeugtypen, die auch mit solchen Nachrüstkits, weil sie eben eine Steuerung eingreifen müssen. Dafür brauchen sie quasi wenigstens einen Windows 84-Rechner, damit sie sagen, ich habe so eine Aktualität im Fahrzeug, auf die eine Steuerung 486. War nur ein blöder Vergleich. Sie haben keine Fahrzeuge mit 486er Rechnersystem. Die Idee ist, die brauchen eine gewisse Aktualität, eine Fahrzeugtypik, auf die eine solche digitale Steuerung und genau das die Idee zugreifen kann. Also Sie sind bei Generationen, die Sie nicht in Gänze erfassen können. Mir geht es darum, dass beim Nachrüsten Sie nicht alle Fahrzeuge kriegen. Ich kann Ihnen über die Modellbaureihen, die in der Landesregierung insgesamt verfügbar sind, nichts Abschließendes sagen, weil ich nur für unseren Teil sprechen kann. Wir haben einen relativ häufigen Erneuerungszyklus, weil die Fahrzeuge im Winterdienst vor allen Dingen sehr nachhaltig beansprucht werden. Da macht es Sinn, dass sie erstens bereitstehen und wir keine Gefahren für eingehen, dass sie mal nicht funktionieren, wenn wir sie bei Eis oder Schnee morgens brauchen. Zum Zweiten, die Beanspruchung auch so ist, dass es Sinn macht, regelmäßig zu erneuern. Ich kann mich aber an sehr spezielle Fahrzeuge im Innenministerium erinnern, bei denen ich nicht sicher bin, welcher Baujahrreihe die eigentlich entspringen. Also, es gibt Nachrüstkits, ob die auf alle passen, würde man sich, glaube ich, mal im Detail angucken müssen. Zweitens, 1.500 bis 3.000 Euro, die Kolleginnen und Kollegen sagen mir sehr klar, du bist dann circa mit 1.000 Euro mindestens obendrauf, weil du es eben nicht selbst installieren kannst. Das ist kein Außenspiegel, den ich anklebe oder anschraube. Das sind komplexere Systeme, die in Steuerung eingreifen. Das heißt, ich muss in eine Fachwerkstatt. Ich bin also
im Extremfall irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Da kann man gut sagen, für jeden Toten, den wir uns dadurch sparen, ist es trotzdem eine lohnenswerte Anschaffung. Ich will bloß darauf hinweisen, wir sind bei Zahlen, über die wir uns immer mal in die Augen gucken müssen, bei welchen Fahrzeugen und dann auch vielleicht eine Prüfung, wie lange müssen Fahrzeuge eigentlich noch im Bestand dieses Landes sein, damit wir sagen, die Nachrüstung lohnt sich. Alles das aber mal anzuschauen, ist sicherlich lohnenswert. Die Kolleginnen und Kollegen gehen bei uns auch davon aus, und jetzt bin ich allerdings bei nicht 3,5 Tonnen, sondern wenn ich in der Verkehrsministerkonferenz mitgewirkt habe, im Bundesrat, habe ich immer auf 7,5 Tonnen abgestellt, die größeren, schwereren Fahrzeuge. Bei 3,5 Tonnen sind Sie schon bei, jetzt ein bisschen salopp, größeren VW- oder Mercedes-Bussen, die wir durchaus auch für Personentransporte nutzen, wenn wir zum Beispiel mit den Kollegen und Kollegen im Straßenbau, in den Straßenämtern einfach auf die entsprechenden Einsatzstellen fahren. Wir haben bisher 7,5 Tonnen vor Augen gehabt. Das sind die schweren Fahrzeuge, die auch diesen riesigen toten Winkel haben, der deutlich größer ist als bei einem Pkw und der auch nicht mehr mit einem Schulterblick zu erfassen ist, weil sie keine rückwärtigen Fenster haben. Bei diesen Fahrzeugen gehen die Kollegen davon aus, dass wir irgendwo zwischen 300 und 350.000 Euro bräuchten, wenn wir den Bestand, der aber nicht 200 Fahrzeuge an der Stelle macht, wenn wir diesen Bestand entsprechend nachrüsten würden. Dabei haben sie allerdings nur angeschaut die Straßenbauämter. Sie haben nicht die Autobahnämter angeschaut. Ich habe Ihre Vorbildwirkung verstanden. Die echte Gefahrensituation bei unseren Fahrzeugen, die ausschließlich in den Autobahnmeistereien eingesetzt werden, ist zumindest bei Rechtsabbiegefehlern mit Fußgängern und Radfahrern beinahe undenkbar, weil die tatsächlich zwischen den an den Autobahnen liegenden Autobahnmeistereien und den Autobahnen sich hin und her bewegen. Wenn die auf Radfahrer oder Fußgänger treffen, dann haben wir entweder einen falschen Einsatzzweck oder wir haben ein Problem, was wir auf jeden Fall weniger mit dem Rechtsabbiegeassistenten lösen müssen. Also deshalb geguckt haben sie auf die Straßenbauämter. Auch die bewegen sich weitgehend außerorts, weil wir typischerweise Bundes- und Landesstraßen haben, wo wir nicht in den Städten pflegen. Aber wir haben zumindest Situationen, wo die in Rechtsabbiegesituationen kommen können, zwischen 300 und 350.000 Euro, damit wir gemeinsam so ein Gefühl haben, was das bei dem Fahrzeugbestand oberhalb von 7,5 Tonnen ausmachen würde. Meine Damen und Herren, wenn der Prüfauftrag käme, müsste man, glaube ich, zwei Dinge mit auf den Weg geben. Ich bin deshalb nicht abgeneigt zu sagen, wenn Sie sich dazu entscheiden wollen, noch mal ernsthaft zu überlegen, ob der Ausschuss noch mal gemeinsam berät, dass man sagt, erstens guckt euch an, was es in verschiedenen Ministerien gibt und da muss man mal definieren, welche Fahrzeugklassen man prüfen soll und welche Altersgruppen. Und zweitens, bei dem zweiten Punkt zu sagen, bei allen ab 2019 angeschafften Fahrzeugen, schafft doch bitte gleich mit Abbiegeassistent serienmäßig an. Solange es nur einen Hersteller gibt, ist das nicht ganz einfach. Wenn Sie Fachanwendungen haben, wo vielleicht andere Hersteller mindestens ebenbürtige Fahrzeuge anbieten, gibt es so einen Bereich, wo zum Beispiel, um eine Marke zu nennen, Unimog beinahe unschlagbar ist. Da mag man sagen, ist nicht so, aber die Kolleginnen und Kollegen, die es täglich machen, haben da eine Erfahrung, die zum Teil 30 Jahre alt ist. Wenn ich dann diesen Fahrzeughersteller ausschließe, dann komme ich mit manchen Anwendungen in der klassischen Schneeräumung, in der klassischen Eisbekämpfung in Schulitäten. Und, meine Damen und Herren, wir haben teilweise Fahrzeuge, die wir nicht für eigene Rechnung anschaffen, sondern für die des Bundes. Nun hoffe ich, wenn wir Herrn Scheuer anschreiben, dass er uns sagt, haut rein. Aber wir sollten zumindest einig sein, dass es bei den Fahrzeugen, die wir nicht selbst finanzieren, sondern wie wir für jemanden anders anschaffen, dass wir uns mit dem Bund zunächst einig werden müssen. Insoweit müsste ich diesen Vorbehalt beim zweiten Prüfpunkt an die Hand geben. Ich kann nicht auf fremder Leute Kostenrechnungen hier im Beschluss fassen und ihm sagen, du musst aber, weil wir es beschlossen haben, sondern wir müssten dann Einigkeit mit dem Bundesverkehrsministerium erzielen, dass zumindest im Autobahnbereich ja demnächst seine Bereiche übernehmen will und dann natürlich auch bei den Fahrzeugen jetzt schon Mitspracherechte geltend machen wird. In der Sache selbst kann ich es mir gut vorstellen. Ich fände es eine schöne Vorbildwirkung, will aber darauf hinweisen, dass Fahrzeuge der Straßenmeistereien und der Autobahnmeistereien nach unserem Kenntnisstand bisher in Rechtsabbiegeunfälle nicht verwickelt waren. Ich habe verstanden, dass Sie sagen, es geht Ihnen um die Vorbildwirkung und um den Skaleneffekt, um das Signal in einen Markt hinein. Das können wir natürlich auch mit unseren Fahrzeugen erzielen. Bisher hatten wir, Gottlob, keine Unfälle, wo bei Rechtsabbiegesituationen bei uns solche Dinge geschehen sind. Aber nochmal, wir arbeiten auch stärker statt auswärts. Das gilt mit Sicherheit nicht für alle Fahrzeuge der Landesregierung. Und es macht sicherlich Sinn, in verschiedenen Ministerien zu schauen, was habt ihr und was wird es kosten. Und dann werden Sie im Rahmen der Haushaltsverhandlungen eine Entscheidung treffen müssen, ob Sie genau diesen Weg gehen wollen, ob es nur für Neubeschaffung gelten soll oder und dann auch in welchem Umfang für Bestandsfahrzeuge. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche eine hoffentlich sachliche und geruhsame Debatte dazu. Applaus